Am Morgen des 11. September 2001 haben 19 Männer mit Teppichmessern die mittels eines Satellitentelefons und eines Laptops von einem Mann unter Dialyse in einer Höhlenfestung auf der anderen Seite des Planeten dirigiert wurden, den ausgeklügelsten Anschlag der Geschichte im am besten überwachten Luftraum der Welt durchgeführt. Dabei überwältigten sie die Passagiere und die militärisch ausgebildeten Piloten in vier kommerziellen Flugzeugen, bevor sie diese dann über eine Stunde lang weit abseits der geplanten Route flogen, ohne dabei von einem Abfangjäger bedrängt zu werden. Diese 19 Entführer, fanatische religiöse Fundamentalisten, die gern Alkohol tranken, Kokain schnupften und mit pinkhaarigen Stripperinnen zusammenlebten, konnten in New York mit zwei Flugzeugen drei Wolkenkratzer zum Einsturz bringen, während in Washington ein Pilot, der nicht einmal eine einmotorige Cessna fliegen konnte, eine 757 in einer perfekten 270-Grad-Abwärtsspirale aus 2,5 Kilometern Höhe präzise in die Controlling-Abteilung des Pentagons steuerte, wo Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums gerade am Mysterium der 2,3 Billionen Dollar arbeiteten, deren Verschwinden Verteidigungsminister Donald Rumsfeld einen Tag zuvor in einer Pressekonferenz publik gemacht hat. Wer hinter den Anschlägen steckte, wussten die Nachrichtensprecher innerhalb von Minuten, Osama bin Laden. Die Experten innerhalb von Stunden, Osama bin Laden. Die Regierung innerhalb eines Tages, die verantwortlichen Terroristen und die, die ihnen Unterschlupf gewähren. Und die Beweise fielen dem FBI buchstäblich in den Schoß. Der Pass von einem der Entführer wurde einige Blocks entfernt vom World Trade Center gefunden, wenn man das glauben kann. Aber aus irgendeinem Grund forderten einige verrückte Verschwörungstheoretiker eine Untersuchung des größten Anschlags auf amerikanischem Boden in der Geschichte. Die Untersuchung kam verspätet, war unterfinanziert, zum Scheitern verurteilt, ein Interessenskonflikt und eine einzige Vertuschungsaktion. Im Bericht sind Aussagen, die unter Folter getätigt wurden und deren Aufzeichnungen zerstört wurden. Nicht erwähnt wurden World Trade Center 7, Able Danger, P-TECH, Civil Admins, OBL und die CIA sowie die Übungen, die Flugzeugentführungen und ihren Einsatz als Waffen gegen Wolkenkratzer simulierten, zur exakt gleichen Zeit, zu der auch die Anschläge stattfanden. Die Untersuchungskommission wurde vom Pentagon belogen, von der CIA, von der Bush-Regierung und was Bush und Cheney angeht, niemand weiß, was sie ausgesagt haben, denn dies geschah unvereidigt hinter verschlossenen Türen unter Ausschluss der Öffentlichkeit und wurde nicht aufgezeichnet. Die Kommission kümmerte sich nicht darum, wer die Angriffe finanziert haben könnte, da dies nur eine geringe praktische Bedeutung habe. Aber die Kommission hat alle Fragen der Öffentlichkeit brillant beantwortet, mit Ausnahme der meisten Fragen der Angehörigen der Opfer. Und sie identifizierte all diejenigen, die für die Verteidigung verantwortlich waren, aber niemand von diesen Leuten verlor dadurch seinen Job. Es wurde festgestellt, dass die Angriffe möglich wurden durch mangelnde Vorstellungskraft, denn niemand ist auf die Idee gekommen, dass Flugzeuge in Gebäude geflogen werden könnten. Mit Ausnahme von Pentagon, FEMA, NORAD und der NRO. Der Verteidigungsnachrichtendienst zerstörte 2,5 Terabyte an Daten aus Able Danger, aber die waren vermutlich eh nicht wichtig. Die Börsenaufsichtsbehörde zerstörte ihre eigenen Aufzeichnungen bezüglich Insidergeschäfte direkt vor den Angriffen, aber das ist okay, denn die Unterlagen über die größte Untersuchung in der Geschichte dieser Behörde zu zerstören ist nichts Ungewöhnliches. NIST hält die Daten über ihr Modell des Einsturzes von World Trade Center 7 geheim, aber das ist in Ordnung, denn die Veröffentlichung wäre eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Das FBI sagt, dass keine Details der Untersuchungen zum 11. September an die Öffentlichkeit gelangen dürfen, aber das ist in Ordnung, denn das FBI hat sicher nichts zu verstecken. Dieser Mann hat niemals existiert und nichts, was er sagte, verdient deine Aufmerksamkeit. Wenn du das anders siehst, bist du ein paranoider Verschwörungstheoretiker und verdienst die Verachtung der Gesellschaft. Das gleiche gilt für ihn, ihn, ihn und sie. Und sie und sie und ihn. Osama bin Laden lebte in einer Höhlenfestung in Afghanistan, aber konnte irgendwie entkommen. Dann versteckte er sich in Tora Bora, aber konnte wieder ankommen. Dann lebte er viele Jahre in Abbottabad und verhöhnte die umfangreichste Hightech-Großfahndung der Geschichte und veröffentlichte ungestraft ein Video nach dem anderen, wobei er immer jünger wurde, bevor er von einem SEAL-Team gefasst wurde, was nicht auf Video aufgenommen wurde und wobei er keinen Widerstand leistete oder seine Frau als Schutzschild missbrauchte, aber die Männer dieser Hardcore-Elite-Einheit bekamen Panik und töteten diesen unbewaffneten Mann, der angeblich die Top-Quelle für Informationen über terroristische Aktivitäten weltweit war. Dann warfen sie seine Leiche in den Ozean, bevor sie jemandem über ihre Aktion berichteten. Dann starben mehrere Dutzend Mitglieder dieses Teams in einem Hubschrauberabsturz in Afghanistan. Dies ist die Geschichte des 11. September, erzählt von den Medien, die auch schon die Wahrheit berichteten über His head could be seen to move violently forward. Und They took the babies out of incubators. Und Mobile production facilities. Und The rescue of Jessica Lynch. Wenn du irgendwelche Zweifel an dieser Geschichte hast, bist du ein bekloppter, paranoider, hundequälender Babyhasser und wirst zu Recht verschmäht. Wenn du dein Land liebst und Freiheit, Freude, Regenbogen, Rock'n'Roll, Hundewelpen, Apfelkuchen und deine Oma, dann wirst du niemals Zweifel an dieser Geschichte äußern. Niemals. Dies war eine öffentliche Durchsage von den Freunden des FBI, CIA, NSA, DIA, SEC, MSM, des Weißen Hauses, NIST und der Untersuchungskommission zu den Anschlägen des 11. September. Denn Unwissenheit ist Stärke.